I got that ass kicker for them ass kissers. I'm in the motherfucking streets trying to get richer. For them bitch niggas and them whole tight niggas to let you know I got much shit to get with ya. I got that ass kicker for them ass kissers. I'm in the motherfucking streets trying to get richer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Donnerstag-Special, ihr Lieben. Es geht hier in dieser Staffel, wie ihr vielleicht schon bereits wisst, immer darum, wir bewerten unsere alten Staffeln, die bereits vor über einem Jahr gelaufen sind. Damals Call of War, diesmal in zehnfacher Geschwindigkeit, das Sturm- und Drang-Event. Damals gab es in Call of War so Geburtstags-Events und jeden Tag gab es ein neues Event. Und ich habe hier mal diesen Sturm- und Drang-Event ausprobiert. Und hat mir wirklich riesen Spaß gemacht, muss ich sagen. Wir haben zuerst mal ein Land ausgesucht und ich bin in Russland gestartet. Kann ja jetzt schon mal spoilern, falls ihr gerade das Bild anschaut. Und wir haben da jede Menge Action gehabt auf dieser Karte. Sehr, sehr viel Spannendes passiert. Vor allem, kaum habe ich die erste Folge aufgenommen und die Situation erklärt, wurden wir direkt angegriffen und so weiter. Jetzt ohne viel zu spoilern, war da sehr, sehr, sehr viel Action auf der Karte. Und da das Ganze ja in zehnfacher Geschwindigkeit läuft, ist es immer sehr risikoreich, da schlafen zu gehen, was ich dann auch natürlich entsprechend erfahren habe. Dennoch ist die Staffel recht gut gelaufen, also für mich jetzt persönlich, hatte riesen Spaß dran und hatte auch ein paar Leute kennengelernt, aber auch ein paar wirklich heftige Gegner gehabt, viele Gefechte, sehr viel Spannendes passiert. Ich kann es euch wirklich empfehlen, das anzuschauen. Die Videoqualität damals war jetzt noch nicht perfekt, wie ihr seht, ist ein bisschen so verschmiert noch gewesen. Ich habe da später die Videoqualität erhöhen können bei den Aufnahmen. Es gab aber immerhin auch schon mal ein Intro und deswegen, da ich ja meine Staffeln ja auch im Nachhinein ja immer bewerte, gebe ich jetzt 3 von 5 Sternen für die Videoqualität. Es gab insgesamt übrigens 10 Folgen von dieser Staffel. Und ja, ich habe da auch viel erzählt, weil es gab manchmal ganz kurze Folgen, manchmal etwas längere, wo es viel zu erzählen gab. Gerade so nach dem Wachwerden in Anführungsstrichen, teilweise war ich über Nacht auch wach. Die ging ja auch nur ganze 3 Tage, aber halt eben nonstop Action. Ne? Also ihr könnt es ja vorstellen, 10-fache Geschwindigkeit. Da ist schon einiges los und Call of War ist ja eh schon ein schnelleres Spiel als verglichen mit Supremacy zum Beispiel oder mit anderen so Browser-Spielen. Also da geht schon heiß her und in 10-facher Geschwindigkeit das Ganze ist halt natürlich schon was Besonderes. Videoqualität habe ich wie gesagt 3 von 5 Sternen gegeben. Die Audioqualität war noch nicht ganz so gut, da gebe ich nur 2 von 5 Sterne, weil die, es war noch ein bisschen sehr blechern teilweise, was ich so erzählt habe. Manchmal konnte man mich super verstehen und dann wieder nicht. Also habe ich das nachhinein jetzt mit anderen Augen bewerte ich das eher schlechter. Also mit 2 von 5 Sternen, maximal 5 Sterne eben. Und dafür gebe ich aber bei Spannung tatsächlich eine 5 von 5. Denn es war eine der spannendsten Call of War Karten, die ich gespielt habe. Und ich habe einige gute spannende Spiele gespielt tatsächlich. Aber das gehört für mich mit zu den spannendsten hier. Und das Spiel selber, Call of War, kriegt immer eine 5, weil das ist ein tolles Spiel, das ist von Bytro Labs. Es macht Spaß, wenn man sich auf dieses Erlebnis einlässt, sagen wir es mal so. Es kann es auch wirklich maximalen Spaß bieten, deswegen gebe ich 5 von 5 Sternen. Und sehenswert würde ich 4 von 5 Sternen geben. Und Bewertung, die zählt ja immer doppelt in das Gesamtergebnis. Somit ergibt sich ein Gesamtwert von 23 Sternen. Und dadurch, wie ihr seht in der Gesamtrangliste, schlägt er sich ganz gut nieder. Also ich kann es euch so im Nachhinein jetzt mit über einem Jahr Abstand wirklich sehr empfehlen. Falls ihr Call of War mögt oder falls ihr Supremacy mögt, was eines der beiden Spiele euch zusagt, ist das auf jeden Fall vielleicht was für euch. Könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen, die ersten vielleicht 2-3 Folgen und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob das was für euch ist. Ich kann es, wie gesagt, nur von meiner Seite aus empfehlen. Und damit beenden wir jetzt auch diese Folge. Es kommt natürlich das wunderschöne Outro noch, ja. Falls ihr diese Szene kennt, die habe ich eigentlich mal geplant, mal regelmäßiger zu bringen, kam aber eben selten dazu. Jetzt, während ihr das hier sehen werdet, werde ich schon im Urlaub sein und es wird aber demnächst, ich glaube 2 Wochen später oder so, noch eine weitere Folge von dem Donnerstag-Special geben. Allerdings wird da mal ein anderes Spiel drankommen, das bis jetzt noch nicht dran gekommen ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht es gut, ciao. Shut up.
I'm the fucking boy of the planet, you hear me? And I'ma show you, you there? I'm about to show you. Look, I smoke thick blunts like Bobex. Grand slams off the pole, that's what I call it. I'm a high roller, but I roll low. Behind 10 of my Nicola with my 4-4. Chopper on a backseat and it's a mini one. For fat, tall, short, small, and them skinny ones. Every day I'm bout this, cause I do things. I shoot on hoes like Nunu that want new things. Weed on the table, money by the couch. Bricks in the wall, with all the guns out. Big money, motherfuckers, what you dealing with? A heavy nigga in the game that's about killing shit. You gon' learn in your life to respect me, bitch. Or find yourself catching one up and you wreck them quick. A two to your face, put you in your place. A real nigga had no problem with catching the case. I got that ass kicker for them ass kissers. I'm in the motherfucking streets trying to get richer. For them bitch niggas and them old type niggas to let you know I got much shit to get with ya. I got that ass kicker for them ass kissers. I'm in the motherfucking streets trying to get richer. To them bitch niggas and them old type niggas to let you know I got much shit to get with ya. I stick straight to facts, I ain't playing at all. Your little dog gon' wind up getting hold though. Cause he's an ass kisser, he won't last, nigga. So when I come, just know I got that ass kicker. He in the game stunting, what all that line about? What he got, can't believe what's coming out his mouth. A hoe from the hood, the nigga been pussy. When he caught his jokes, a nigga said he been juggling. Now he in the world, constantly showboating. Hummer stunting, bout to get his ass done smoking. If you not gon' be trail, you can stay inside. And let a real nigga ride high and fly. Bout to get yourself killed, trying to stop mine. How you gon' run and tell a motherfucker about mine? Think it's a game, I ride on you right now. Stop recording and come fly by you right now. And for the paper, I know some niggas that do it quicker. So I ain't gotta leave the studio to touch a nigga. Cause in my mind, all I know is motherfucker nigga. That's how I'm living with her, that's how I'm living with her. I got that ass kicker for them ass kissers. I'm in the motherfucking streets trying to get richer. For them bitch niggas and them whole type niggas to let you know I got much shit to get with ya. I got that ass kicker for them ass kissers. I'm in the motherfucking streets trying to get richer. For them bitch niggas and them whole type niggas to let you know I got much shit to get with ya. Yeah, cheddar, yeah, yeah, cheddar, yeah. I got that ass kicker, nigga. I got that ass kicker. Nigga, I got that ass kicker. Believe.